willkommen bei Gesichter des Sports. Heute sind wir zu Gast in der Robert-Schumann-Halle. Und mein Gast ist Handball-Nationalspielerin Jenny Behrendt. Hallo Jenny, schön, dass du da bist. Hallo. Ja. Handball-Nationalspielerin, hört sich gut an, oder? Ja, ich freue mich immer wieder, wenn man das sagen kann. Ja, das ist schon schön, ja. Wobei, es ist ja noch nichts Neues. Du hattest in der Jugend ja auch schon das Trikot getragen mit dem Adler. Ja, schon, aber der Sprung von Junioren-Nationalmannschaft zu Damen-Nationalmannschaft ist schon nochmal gewaltig. Und das ist auch ein kleiner Unterschied, finde ich. Sind auch viele, die es nicht schaffen. Ja. Du hast dich ja am Anfang ein bisschen schwer getan, hier heimisch zu werden in Oldenburg. Hattest du schon mal die Zweifel, dass das mit der richtigen Nationalmannschaftskarriere klappt? Ja, es hat schon ein, zwei Jahre gedauert, bis ich wirklich hier in Oldenburg richtig Fuß fassen konnte. Es war natürlich ein Riesensprung von zu Hause weg und dann Bundesliga zu spielen, aber dran gezweifelt habe ich eigentlich nie. Das war immer das, was ich immer wollte. Das war mein Ziel. Ich wollte Nationalmannschaft spielen und das Ziel hatte ich schon mit 4 Jahren oder 6 Jahren und ich habe dafür immer hart gearbeitet und natürlich ist es manchmal weiter weg, aber wenn man es wirklich hart verfolgt, dann ja. Du hast also immer an dich geglaubt. Ja. Ja, und dann war es, wir haben das 2020, 2018, bist du erstmal zu den Regionallehrgängen eingeladen worden. Ist das schon so ein Nationalmannschaftsfeeling oder eher so? Es ist ein kleiner Step, muss ich sagen. Also ich habe mich über die Einladung auch riesig gefreut, weil das auch so unerwartet kam. Und das war so das erste Zeichen, so, ja, wow, okay, du kannst es eigentlich schaffen. Also du hast jetzt die Chance, dich zu präsentieren, von den anderen Mitspielern zu lernen. Und das war so das erste Mal, wo ich richtig dran gedacht habe, so, wow, es ist nicht mehr weit. Also du musst dich noch mehr anstrengen und dann ist das Ziel wirklich erreichbar. Ja, und dann kriegst du ausgerechnet für das Heimspiel in Oldenburg kriegst die Einladung. Besser geht's doch gar nicht, oder? Nee, tatsächlich. Also als ich die Einladung bekommen habe, habe ich vor Freude erstmal angefangen zu weinen, weil das war so, der große Traum ist in Erfüllung gegangen. Und dann noch zu Hause vom heimlichen Publikum gegen Holland. Also das war wirklich der Jackpot, muss ich sagen. Gegen Holland mit einigen Bekannten, dann auch Spielern, mit denen du noch zusammengespielt hast, ne? Ja, genau, gegen Tess, Kelly Dulfer, Inga. Das war schon was Besonderes, ja. Und dein Debüt war ja auch ganz ansprechend. Konntest du mit zufrieden sein? Ja, also ich habe mich natürlich über jede Minute gefreut, dass ich gleich 30 Minuten spielen durfte. Ist natürlich super und ja. Und auch das erste Tor gleich machen, ne? Ja, das war natürlich schön, ja. Ja, das war der erste Schritt, aber es war ja noch keine Garantie für die Weltmeisterschaft. Wann hast du dann Bescheid bekommen, dass du für die WM nominiert bist? Ja, ich glaube, es waren 2 oder 3 Wochen vorher. Also wir hatten davor noch einen Lehrgang und Testspiele und da haben wir dann Bescheid bekommen, wie genau der Kader aussieht. Und dann ging alles relativ schnell, muss ich ehrlich sagen. Es ist aber jetzt nicht so gelaufen, wie man es immer mal wieder hört. Da ruft der Bundestrainer an. Hallo Jenny, ich will dich mit nach Tokio nehmen, sondern ihr habt nur eine E-Mail gekriegt, ne? In dem Fall war es ein bisschen anders. Also wir waren ja vor Ort und da hat er den Kader in der Kabine bekannt gegeben. Mit den Leuten, die nicht dabei waren, hat er nochmal persönlich gesprochen. Aber ansonsten, wenn irgendwelche Lehrgänge anstehen oder Testspiele, bekommt man meistens eine gesammelte E-Mail, ja. Da muss man erst mal suchen, wo stehe ich denn. Ja, genau, das ist immer wieder spannend. So, okay, ich habe eine Einladung und dann bin ich auf Reserve oder bin ich mit dabei. Ja, das ist immer wieder aufs Neue. Ja, aber konntest du es in dem Moment auch schon richtig fassen oder war das noch irgendwie, auch wenn es nur noch 2, 3 Wochen waren, irgendwie doch noch ein bisschen weg? Nee, also es hat schon ein bisschen gedauert, bis ich realisiert habe, was jetzt auf mich zukommt. Es war so, ja, du fährst mit, wirklich, wie jetzt nach Japan zu einer WM, das war so, ja, okay. Und dann habe ich mit meiner Mama telefoniert und dann habe ich alles erzählt, was passiert ist, dass ich mitfahre. Und dann hat es so langsam Klick gemacht und die Freude war enorm. Und auch da sind mir wieder Freudentränen runtergekullert. Und ja, als es dann so richtig ans Kofferpacken ging, war es so, okay, jetzt geht's los, ja. Es hat aber schon ein bisschen gedauert. Und ganz sicher war es ja erst, als der Flieger in der Luft war. Ne? Ja, genau, da dachte ich so, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt geht's los, auf nach jetzt Japan. Jetzt können Sie dich nicht mehr wieder rausschicken. Genau, jetzt, ja. Ja, dann in Japan angekommen. Wie war das da, als ihr da, wo seid ihr gelandet, in Tokio? Oder? Ja, genau, in Tokio sind wir gelandet und da hatten wir noch eine Woche Trainingslager in Tokushima. Und ich muss sagen, ich bin
positiv begeistert und auch überrascht gewesen. Wir wurden so gut in Empfang genommen. Mhm. Also wirklich am Flughafen standen direkt zahlreiche Leute mit Deutschlandfahnen, mit Schildern auf Deutsch geschrieben. Sie haben uns zugejubelt. Japaner jetzt. Genau, Japaner. Und es war einfach so klasse. Man hat sich so gut gefühlt und wir haben uns natürlich auch riesig gefreut. Und als wir dann im Hotel angekommen sind, standen da auch wieder Japaner mit Schildern. Und also egal, wo wir waren, egal wann, jeden Tag aufs Neue standen da entweder Schulklassen oder das Personal oder irgendwelche Fans, die sich gefreut haben, dass wir da sind. Und auch die Hallen, die waren so gut besucht. Mhm. Und das habe ich gar nicht erwartet. Dass jetzt beim Trainingslager schon? Genau, genau. Okay. Dass der Handball oder die WM, die Frauen-WM in Japan so gut angenommen wird. Ja. Mhm. Ja, vor allen Dingen, ich sag mal, die Spiele ist eine Sache, aber dass beim Training einer ausländischen genau. Mannschaft die Hallen schon voll sind. Genau, ja. Erlebt ihr hier nicht, wenn ihr in Deutschland trainiert, oder? Nee, das stimmt, ja. Und die Kinder waren halt auch super begeistert. Wir haben dann zwischendurch immer mal wieder Training mit denen gemacht und die haben sich so darüber gefreut und wir haben super viele Gastgeschenke von denen bekommen. Die haben ganz viele Schilder gebastelt oder Fahnen gemalt. Also wir hatten nachher im Endeffekt, glaube ich, einen extra Koffer angemeldet für die Gastgeschenke, die wir bekommen haben. Ja, das war schon schön. Mhm. Hast du denn da von der Gegend dann auch erst was mitgekriegt oder war das erstmal nur Hotel, Flughafen? Wir haben ganz wenig gesehen. Also meistens hast du die Sporthallen gesehen und das Hotel, die Umgebung ein bisschen beim Spazierengehen. Aber so von Japan an sich haben wir ganz, ganz wenig gesehen. Dafür hatten wir leider nicht so viel Zeit. Mhm. Und essenstechnisch, habt ihr da eigenen Koch bei oder wie läuft das dann? Nee, wir hatten leider keinen eigenen Koch dabei, aber in der ersten Woche haben die extra für uns gekocht und da war von allem was dabei. Also jeder hat was gefunden, da war Sushi, Nudeln, also da war eigentlich nie jemand dabei, der nichts da gefunden hat. Mhm. Also ihr habt das ganz normale Hotelessen dann, ihr wart genau. im Hotel, ne? Genau, im Hotel, ja. Ja, eine Woche Trainingslager nochmal. Nervosität steigt, ne? Ja, vor allem so die letzten Tage, bevor es dann richtig losgeht, wenn man nochmal den Koffer packt und dann zum Spielort reist, da steigt natürlich die Nervosität. Man bekommt ganz viele Nachrichten von zu Hause. Ich war auch super begeistert von den ganzen Nachrichten, die ich aus Oldenburg erhalten habe. Und dann steigt natürlich die Aufregung, ja. Mhm. Seid ihr denn geflogen oder mit diesem schnellen Zug, den die da Japan haben? Wir sind mit dem schnellen Zug gefahren, ja. Das war auch nochmal so ein Highlight. Der ist noch einen Tick schneller unterwegs als hier der ICE, ne? Ja, ein bisschen. Ja, das stimmt. Was ist dir sonst so aus gerade da aus Japan irgendwas Besonderes jetzt noch in Erinnerung geblieben? Ja, also das Erste, was ich immer wieder erzähle, ist die Freundlichkeit. Die sind super höflich. Und ansonsten ist es ein sehr sauberes Land. Das habe ich mir im Gespräch mit einer Japanerin die hat gefragt, was sie hat denn Deutschland wieder nicht gefallen. Ja, diese schmutzigen Bürgersteige und so. Ja, ne? Genau. Und das ist wirklich super sauber. Und ganz interessant war natürlich auch, dass wir zur Weihnachtszeit da waren. Die Japaner feiern nicht richtig Weihnachten. Okay. Und die haben dann für uns extra in jedem Hotel immer einen Weihnachtsbaum aufgestellt. Es gab in der Stadt sogar einen Weihnachtsmarkt. Das war natürlich ein bisschen komisch, weil es war 16 Grad und der Weihnachtsbaum, ja, der hatte oben einen Handball. Es war natürlich sehr interessant, aber dann stand man im T-Shirt vor diesem Handball-Weihnachtsbaum und da so richtig Weihnachtsstimmung ist da natürlich nicht aufgetaucht. Aber das fand ich schon ja, überraschend, dass die uns so entgegengekommen sind und uns immer wieder auch versucht haben, dieses Weihnachtsgefühl zu geben. Ich kann das nachvollziehen. Ich hatte mal eine Vorweihnachtszeit auf Hawaii. Oh, auch nicht schlecht. Es war schon etwas surreal. Du stehst in kurzer Hose und T-Shirt und dann stehst du vor so einem Weihnachtsbaum und so einem Weihnachtsschlitten. Ja, das ist irgendwie komisch. Also so richtig Weihnachtsstimmung kommt da nicht auf. Ich meine, wir haben zwar hier jetzt auch keinen Schnee mehr, aber trotzdem, diese Temperaturen sind dann doch schon ein bisschen seltsam. Ja, ne? Ja, das macht schon viel aus, ja. Ja, ihr seid dann zu eurem Spielort gefahren. Und da habt ihr auch noch mal mit der Umkleide, glaube ich, so ein interessantes Erlebnis gehabt, ne? Ja, es war ganz interessant, weil das war jetzt keine typische Sporthalle. Und die hatten nicht genügend Umkleidekabinen. Und dann sind wir da angekommen. Und ich habe mich schon gewundert, so, ja, okay, wieso stehen hier vor der Halle zwei große normale Container mit Kunstrasen? Ja, genau, mit Kunstrasen davor. Ich so, naja, wird schon seinen Sinn haben. Und dann hieß es, ja, Container 2.
wie jetzt Container 2, sollen wir da hingehen mhm. oder was passiert jetzt? Und dann ja, waren das unsere Umkleidekabinen und es war ganz interessant, weil alle Türgriffe waren mit Plastik eingewickelt. Okay. Und du kommst da rein und dann stehen da in der Reihe erstmal so Gartenstühle, so Klappstühle. In der Mitte stand ein fetter Heizstrahler und dann, weiß ich nicht, das war schon ein ganz komisches Gefühl. So, du standst vor diesem Container und dachtest so, das ist jetzt unsere Umkleide, das war schon sehr amüsant. Also das erlebt man, glaube ich, auch nicht so häufig, dass man mit Gartenstühlen in einem Container steht. Also, erwartet man nicht unbedingt bei einer WM, ne? Nee, genau, das erwartet man nicht wirklich, das stimmt. Aber auch das war ein Highlight und das muss man mitgemacht haben. Mhm. Also, ja, und dann musste man natürlich halt im Kalten da über den Kunstrasen in die Halle rennen. Also, aha, da war kein direkter Zugang zur Halle, sondern... Nee, man musste erstmal draußen raus und dann zur Halle laufen. Also es war nicht weit, aber es war schon amüsant. Glaube ich, das ja. ist... aber kalt, ich meine, war es da kälter als jetzt in Tokio? Ein bisschen, also... Wir haben relativ häufig auch abends gespielt, dann wird es natürlich schon ein bisschen kälter, ja, aber ansonsten war das noch in Ordnung, ja. Aber duschen konntet ihr in der Halle auch oder das ging nur innen? Auch in den Containern. Also in diesen Containern gab es dann auch tatsächlich Duschen. Also so. Die waren ja gut ausgerichtet. Ja, das war schon spannend. Ich wusste auch nicht, dass man sowas machen kann, aber man lernt ja nie aus. Das sind wahrscheinlich solche Campingduschen, ne? Ja, genau. Mhm. Ja. Ja. Ja, das ist ja auch ein Erlebnis, was man wahrscheinlich so schnell nicht wieder haben wird. Auf keinen Fall, nee. Ich glaube nicht, dass wir das so schnell wiedersehen werden, nee. Ich sag mal, wenn man jetzt irgendwo beim Pokalspiel hier irgendwo auf dem Dorf, bei so einem kleinen Verein, da würde man vielleicht noch sagen, okay. Ja, aber jetzt, genau. Bei so einem großen Turnier erwartet man das eigentlich nicht. Aber ich fand es sehr amüsant, muss ich sagen. Also ich fand es schon interessant. Das glaube ich gerne. Ja. Und die Halle? Du sagst, das war keine so eine normale Sporthalle? Ja, wir haben in unterschiedlichen Hallen gespielt. Ich weiß gar nicht, was das sonst war. Irgendwie, ich glaube, eine Schwimmhalle oder irgendwie sowas Ähnliches. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr so genau. Aber auch da, sie waren sehr groß und in allen vier Ecken stand dann auch ein Heizstrahler. Eine richtige Sitzbank gab es nicht. Da gab es auch Plastikstühle, Gartenstühle und dahinter waren dann auch so, ich glaube in dieser Größe ungefähr, auch kleine Heizstrahler. Okay. Und die wurden zwischendurch dann auch mal angeschmissen, da hat man schön warme Waden bekommen. Also kalt war es dann nicht. Mhm. Ja, auch ein Erlebnis, muss ich sagen. Ja, das ist etwas ganz anders, als was wir hier in der Bundesliga kennen. Ich meine, es wird hier in der Bundesliga zwar auch immer erzählt, die Hallen sind teilweise nicht... ja, tauglich für die Bundesliga eigentlich, ja. Aber im Vergleich dazu? Das stimmt, das macht schon einen Unterschied. Aber ich muss halt auch sagen, die Hallen waren immer rappevoll. Also dafür, dass man davon ausgeht, dass es nicht so ein handballbegeistertes Land ist, waren die Hallen immer gefüllt. Also ich glaube, wir haben nie in einer leeren Halle gespielt. Und ich finde, da haben die schon für ordentlich Werbung gesorgt. Und das ist natürlich auch schön, wenn du da einläufst und die Nationalhymne singen möchtest und da Japaner sind, die selber auch deine Nationalhymne mitsingen. Also für Stimmung war da auf jeden Fall reichlich. Also es waren wirklich Japaner, weil ich sag mal, so viele ausländische Fans wären ja wohl kaum jetzt da gewesen sein, oder? Wenig. Also ich muss sagen, dass wir viele deutsche Fans dabei hatten. Auch ein Oldenburger Fan war mit. Ja, das fand ich natürlich, den Namen sagen? Das fand ich natürlich richtig klasse. Jens war dabei. Mhm. Und die haben natürlich auch versucht, immer die anderen mit anzustecken und haben richtig viel Stimmung gemacht. Und ja, das eine Mal, und das ist mein persönliches Highlight auch einfach, muss ich ehrlich sagen, sind wir in die Halle gelaufen und da stand ein japanischer Block. Und die haben ganz laut mit Gesangbuch die deutsche Nationalhymne gesungen. Und wir standen da erstmal alle so, wow, was genau passiert hier jetzt gerade? Und waren echt so geflasht und hatten auch richtig Gänsehaut, weil die das auch so laut gesungen haben. Und man erwartet das ja eigentlich nicht, wenn man in die Halle reinläuft. Und das war schon schön, ja. Könnte ich mir jetzt in Deutschland nicht vorstellen. Habe ich bei der WM hier in Deutschland jetzt nicht erlebt. Nee. Dass deutsche Fans jetzt die Nationalhymne von einem anderen Land. Nee, genau. Ja, das war schon richtig schön, muss ich sagen. Wie viele Zuschauer waren da so in den Hallen? Weißt du das? Nee, das weiß ich leider nicht, aber sie war auf jeden Fall voll. Ja. Auch wie waren die so gemacht, so direkt bis an den Spielfeld ran oder war da noch viel Platz? Das war immer von Halle zu Halle unterschiedlich. Manchmal saßen die oben und manchmal direkt am Rand. Also das war von Halle zu Halle unterschiedlich. Das heißt, ihr habt bei euren Spielen habt dann auch schon mal schön Unterstützung bekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch gerade von den deutschen Fans, die da rumgetrommelt haben, rumgesprungen sind mit Schildern und immer wieder geklatscht haben, das hat man dann halt auch schon gemerkt, gerade in Spielen, wo es eng wurde, gegen Dänemark zum Beispiel oder so, dass da die Halle nochmal richtig aufgesprungen ist, gejubelt hat. Also das hilft halt auch enorm, ja. Also schon so ein bisschen dein Highlight-Erlebnis bisher, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann immer wieder nur anfangen zu schwärmen davon. Also das war, ja, wie gesagt, mein Traum ist in Erfüllung gegangen, eine WM zu spielen. Und man hat so viel erlebt und man merkt das jetzt immer mehr, sag ich mal, wenn man davon erzählt, was man eigentlich Großes da gesehen hat. Ja. Das ist im ersten Moment etwas schwierig, das erste Mal ja, zu registrieren. Was habe ich jetzt da? Da braucht man eine Zeit lang, um das wirklich zu verarbeiten. Ja, genau. Gerade weil man vor Ort natürlich so fokussiert ist. Man ist in so einem Tunnel und wenn man dann nach Hause kommt und alle fragen, wie es war oder man irgendwie erzählen möchte, dann merkt man erst so, oh wow, das war ja schon ein großes Abenteuer. Ja, ja, spielerisch soweit mit dir zufrieden, mit deinen Einsatzzeiten und... Es geht. Also ich habe natürlich gemerkt, dass es da ein extrem hohes Niveau ist. Mir fehlt natürlich super viel internationale Erfahrung. Mit Amelie Berger hatte ich eine super Partnerin auf Rechtsaußen. Die hat ein richtig gutes Turnier gespielt, muss ich sagen. Ich habe natürlich nicht ganz so viel Spielzeit bekommen. Ich habe versucht, die Chancen, die ich bekommen habe, jede Minute zu nutzen. Aber man merkt dann doch schon, dass das Tempo höher ist. Die Torhüter sind extrem stark da. Und da kommt man schon manchmal an seine Grenzen. Aber man hat halt die Möglichkeit, auf so einem hohen Niveau lernen zu dürfen. Und da kann man extrem viel mitnehmen. Das ist ungefähr so, als ob jedes Spiel gegen Thüringer HC spielt. Ne? Ja, ja, das stimmt, ja. Das ist, du sagst gerade mit deiner Partnerin, wie läuft das bei einem Spiel aus? Tauscht man sich da positionsgebunden auch mal untereinander aus, gibt sich gegenseitig Tipps? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind da immer im Kontakt, wenn sie irgendwas braucht, vielleicht beim Torhüter, irgendwie, dass ich mitgucke oder in der Abwehr, dass ich ihr Tipps gebe. Von der Bank aus sieht man ja noch ein bisschen was anderes. Und da habe ich mit Amelie, muss ich sagen, richtig Glück gehabt, weil wir uns super ergänzen konnten. Also es war auf jeden Fall zum Lernen schon mal eine gute Geschichte. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe da so viel lernen können, einfach auch von anderen Spielerinnen oder von Mitspielerinnen. Also ja. Also eine WM sozusagen auch als ja, Lehrstück sozusagen. Ja, so kann man das auch sehen, ja. Genau. Ja, ja, ist, ja wenn man, du bist es ja gerade hier in Oldenburg nicht gewohnt, mit so vielen hochklassigen Spielerinnen Tag für Tag jetzt zusammen zu sein. Ja, man merkt natürlich, dass da die internationale Erfahrung bei mir fehlt. Also es ist einfach ein anderes Spiel, es ist ein schnelleres Spiel. Die Gegner sind natürlich noch stärker und das merkt man schon, ja. Jetzt der Abschluss war ja so ein bisschen enttäuschend, sage ich mal, nachdem ihr ja eigentlich eine ganz gute WM gespielt habt. Ja, das sitzt natürlich tief. Unser Ziel war es, uns für Olympia zu qualifizieren. Ich denke, niemand hat damit gerechnet, dass wir so gut in das Turnier starten. Direkt mit Brasilien als Sieg und wir haben gegen Gegner gewonnen, gegen die wir von Anfang an gesagt haben, oh, das wird richtig schwer. Also, und ich finde, wir sind immer stärker geworden im Turnier und ja, dann so kurz vorm Ziel zu scheitern, ist natürlich hart. Wir hatten das Halbfinale vor Augen, haben das knapp verpasst. Dann haben wir natürlich Olympia verpasst und das ist so, ja, wir haben einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber sind dennoch mit leeren Händen nach Hause gefahren und ich glaube, jeder braucht so seine Zeit, um das zu verarbeiten, weil wir waren dem Ziel wirklich sehr nah und haben es nicht geschafft. Wir hatten gute Chancen, ich glaube 3 Chancen auf die Olympia-Quali und ja, so fährt man natürlich mit so einem schlechten Gefühl nach Hause. Aber jetzt im Nachhinein überwiegt er dann doch mehr der Stolz über die Leistung, weil ich sag mal, vergleicht mal die Leistung jetzt von Tokio oder Japan mit denen der letzten Jahre, war ja eine ganz andere Mannschaft, die da auf dem Platz. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ein ganz anderes Auftreten. Wir haben super als Team funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft, die Zuschauer zu begeistern mit den Emotionen, die wir einfach aufs Feld gelegt haben. Und wir machen immer bessere Fortschritte. Wir funktionieren als Team immer besser.
Und wir haben jetzt nicht den Starspieler in der Mannschaft, aber wir kommen halt extrem über die Mannschaft. Und ich denke, darauf können wir stolz sein, aber natürlich ist der Frust immer noch da. Hm. Ja. Und ich denke, das dauert auch noch eine Zeit. Hm. Aber insgesamt trotzdem, von dem Abschneiden, definitiv ein schönes Erlebnis. Ja, doch, natürlich. Im Großen und Ganzen war das ein super Erlebnis. Mhm. Es ist halt so, Achter. So, wenn wir Siebter geworden, hätten wir die Qualifikation geschafft. So, das ist natürlich immer so ein bisschen ein weinendes und ein strahlendes Auge. Mhm. Also super Erlebnis mit einem blöden Ende, aber ich denke, man kann viel mitnehmen. Auch als Team haben wir viel gelernt und ich denke, das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen für die nächsten Spiele. Aber du hast ja auf jeden Fall auch was gelernt, ne? Ja, das natürlich, ja. Ich meine, man merkt ja bei den Spielen des VfL, du hast ein ganz anderes Auftreten mittlerweile. Du bist deutlich präsenter auf dem Feld, als das, sagen wir, vor 2 Jahren noch war. Das freut mich. Gab es denn dann, wie war das denn, ihr habt diese etwas seltsame Kabine gehabt und ansonsten noch irgendwelche besonderen Highlights oder Schmankerl? Ja, man hat viele kleine Highlights, sage ich mal, auch erlebt. Ganz interessant war es natürlich auch, dass du, egal wo du hingekommen bist, immer deine Schuhe ausziehen musstest. Sei es im Restaurant, in der Sporthalle. Egal, aber aufs Feld durftet ihr schon in Schuhen. Aber nur mit Hallenschuhen, also auch nicht mit Straßenschuhen. Wir mussten die immer alle davor ausziehen. Das Problem war natürlich, dass wir alle die gleichen Camperschuhe hatten, in der gleichen Farbe. Und dann haben wir natürlich versucht, die ineinander reinzustecken oder irgendwie anders hinzustellen, damit wir die schnell wiederfinden. Und da die ja sehr gastfreundlich sind und sie das wirklich gut gemeint haben mit uns, haben sie alle Schuhe in eine Reihe aufgestellt. Das war natürlich immer problematisch, die Schuhe wiederzufinden. Ich hatte jetzt nicht so Probleme, weil ich habe Schuhgröße 38, die anderen eher so Richtung 45. Okay. Also hatte ich da natürlich einen Vorteil, aber das ist schon so, du kommst aus der Sporthalle, willst schnell nach Hause und dann, ja, und wo sind jetzt meine Schuhe? Also das sind so viele Kleinigkeiten, die dann auffallen. Oder in der Straßenbahn, wo wir sagen als Deutsche, oh, pff, ist jetzt voll, ich warte auf die nächste, quetschen die sich da noch rein und stehen da so. Na, die Bilder kennt man ja aus Tokio, aus der U-Bahn. Genau, ne? Für die ist das gang und gäbe. Und ja, es war interessant, das alles mitzumachen. Mhm. Du hattest ja, muss ich nochmal zurückkommen auf dein erstes Länderspiel, hattest ja auch so ein nettes Erlebnis mit deinem Einlaufkind. Ja, das war ganz süß, muss ich sagen. Also ich war so, so, so nervös vor dem ersten Spiel. Ich habe richtig so, oh, okay, hoffentlich geht alles gut. Und dann habe ich mich umgedreht zu meiner Mitspielerin und meinte so, wow, vorm Einlaufen so, ah, jetzt geht's los. Und ich, jetzt bin ich aber wirklich nervös. Und dann guckt das kleine Kind hoch und sagt so zu mir, du brauchst gar nicht aufgeregt sein. Und dann dachte ich so, oh, das ist aber süß, ja. Und das war so richtig so, ja, okay. Und dann musste ich schmunzeln und dann ging es auch schon los. Also man erlebt da schon ganz schön viel. Ja, das war auch mein Highlight an dem Tag, muss ich echt sagen. Wie sie da stand mit großen Augen und sagte, du musst nicht aufgeregt sein. Okay, ja. Da sieht man manchmal diese Kleinigkeiten, wo man auch erst drauf kommt, wenn man sich drüber unterhält. Und, Ja, super schön fand ich das natürlich, dass ich dann nochmal im Bundesligaspiel mit ihr einlaufen konnte. Und sie sagte, ja, wir kennen uns doch. Ja. Das sind so, ach so, die Kleinigkeiten, ja. Das war dann ein nettes Wiedersehen. Ja, genau. Ja, wie geht's weiter? Ja, jetzt erstmal mit der Bundesliga. Jetzt stehen wichtige Spiele für uns an. Jetzt fängt bald die Rückrunde an. Und mit der Nationalmannschaft wird jetzt natürlich sich nochmal zusammengesetzt und geguckt, okay, wie geht's weiter? Wir haben jetzt im Februar nochmal Regionallehrgänge, die wir nutzen können für Gespräche. Und dann steht im März auch das nächste Nationalmannschaftsspiel an, ja. Ich sag mal, eine kleine theoretische Chance auf Olympia besteht ja noch. Ja, aber die ist eigentlich gleich null. Also das ist schon sehr, sehr schwer. Das wäre, wenn die Russen, die ja jetzt eigentlich gesperrt sind für Olympia, dann doch unter neutraler Flagge spielen würden. Genau. Und wenn das jetzt nicht funktionieren würde, dann... Dann würden wir nachrücken. Aber ich denke, dass diese Chance nicht eintreten wird. Leider. Ja. Auf die Art möchte man auch nicht unbedingt dahin, oder? Nee, also natürlich ist es das Highlight, das jeder Sportler erreichen will. Und wir haben es leider aus eigener Kraft nicht geschafft. Aber ja, das muss man leider sagen, ja.
Das heißt, das nächste größte Highlight wäre dann Europameisterschaft? Genau, Europameisterschaft am Ende des Jahres, ja. Denkt man, im Moment ist so der Bundesliga-Alltag, der eigentlich so alles auch so ein bisschen überdeckt, ne? Ja, genau. Jetzt man zurück in der Mannschaft, Bundesliga-Alltag steht jetzt wieder vor der Tür und jetzt hat man viele Spiele gerade im Februar. Ja. Was denkst du, wo landet ihr mit dem VfL? Ich finde schon, dass wir Stand jetzt auf einem ganz guten Platz stehen. Ich denke, niemand hätte gedacht bei der Vorrunde, dass wir so zwischen 8 und 10 stehen. Wir hatten natürlich sehr, sehr viel Verletzungspech, muss ich ehrlich sagen. Wir haben einen jungen Kader und dann sind halt so viele auf einmal alle weggefallen. Mhm. Ich finde, wir haben das super gemeistert. Und ich denke, dass wir, wenn wir so weitermachen, und ich finde, wir machen super Schritte in die richtige Richtung und entwickeln uns weiter, dass wir vielleicht so Platz 10 stehen können, 10, 11. Ja. Du warst ja so ziemlich die einzigste Spielerin noch, die nicht verletzungsbedingt ausgefallen ist. Ne? Ja. Das war ja wirklich schon etwas... Ja, ich weiß auch nicht, da war der Wurm drin. Ich glaube, so viel Verletzungspech hatten wir auch noch nie. Also ich habe gerade in den ersten Monaten. Begleite. Also ich weiß nicht, was da los war. Und das waren dann alles auch so schwere Verletzungen, wo wir lange auf die Spielerin verzichten mussten. Und das merkt man natürlich auch im Trainingsalltag. Also dann standen wir da nur noch zu fünft oder zu sechst. So. Und dann ist es natürlich schwierig, ein passendes Training zu finden. Aber ich denke, wir haben die Zeit super überbrücken können. Die Jungspieler haben dann ihre Aufgabe super gemeistert. Also, ja. Ja. Ja, dann wünsche ich dir weiter viel Glück in der Bundesliga. Danke. Und vor allen Dingen, dass du bei der Nationalmannschaft dabei bleibst. Und wo auch immer im Dezember dann bei der Europameisterschaft mitspielst. Dankeschön, ja. Und vor allen Dingen, dass du gesund und fit bleibst. Danke. Ja, meine Damen und Herren, das war's mal wieder. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Bleiben Sie sportlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.